Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Wieder mit Kamerad Kiryu. Hey ho. Und da viele nachgefragt haben in letzter Zeit, schippern wir mal wieder durch die Gegend. Ich mit meinem schönen Projekt 159 Petya, glaube ich, spricht man das aus, und er mit seinem, was auch immer das ist. Der Erste Weltkrieg hat angerufen, er möchte sein Schiff wieder haben. Globale Erwärmung, wie bitte? Was? Welche Treibhausgase? Ach, ja. So sieht Klimaschutz aus, meine Damen und Herren. Das Ding raucht so unglaublich heftig. Ja. Guck mal, was bei mir da im Gegensatz rauskommt. Ja, halt überhaupt nichts, ne? Nee, ist schon fast peinlich. Das Ding hier kriegt eine Plakette, ey. Ich meine, gut, die G-Klasse da vorne ist jetzt auch nicht unbedingt ein Ökomodell. Ich dachte, G-Klasse wäre Mercedes und nicht VW. Ha! Ha! Ja, was haben wir hier? Ja, wie gesagt, er sein Erster Weltkriegsschiff mit. Was hast du? 130er oder was ist das? Warte, ich guck ganz kurz. 102er. Oh, okay. 102er. Ne, da kann ich nicht mithalten. Ich habe 476er, aber ich zeig's kurz. Die haben ADS. Und ich habe endlich die Raketen für das Ding. Das Ding hat ganz schön viele Raketen dabei, ne? Aha. 64 Tubes. Richtig russisch. Jetzt ist ja noch eine Katjuscha an Bord. Bam. Okay, die fliegen. Also, die droppen sehr schnell. Du hältst aber gut mit deinem Kahn. Ja, das Ding ist auch nicht langsam. Ich fahre 59 Sachen. Damit bist du offiziell schneller als ich? Wieso, wie schnell fährst du? 50. Schon peinlich, allein schon wenn man sich die Schiffsform anguckt, der Rumpf. Eigentlich müsste ich durchs Wasser schneiden und du eher brechen. Ich weiß nicht, wie weit hast du das Teil ausgebaut? Ja, okay, ich hab nen, ich glaube Tier 1 und Tier 2 ein bisschen angefangen. Das Ding hier ist halt fast komplett durch, ne? Ne, mittlerweile ist es sogar komplett durch, das Teil. Lange ist es her, also wir haben gestern mal wieder eine Runde ausprobiert. Leider dauert es momentan echt ewig, bis man ein Match findet. Es spielt halt kaum noch jemand. Ja, also es kommt zu wenig Content. Definitiv, ja. Helf mir mal gegen den Brecher da hinten. Welcher Brecher? Wo hinten? Rechts bei B. Ja, warte, die Geschütze drehen. Stimmt, deine sind ja so langsam. Oh, mein Captain ist voll. Meiner auch. Ich mag diese neue Munition. Was hast denn du? HE mit Verzögerung. Ach, ist das die mit dem Zünder im Boden oder wie die Muni da heißt? Nee, es sieht aus wie eine ganz normale HE-Kugel. Aber auf dem kleinen Bildchen bricht sie halt durch mehr Panzerung durch. Ah, okay. Die geht halt einfach ein bisschen verzögert hoch. Thank you.
glaube, ich habe gefühlt keine einzige Rakete getroffen. Okay. Brawlen wir mal ein bisschen. A sieht so verlassen aus. Ja, ich bin echt mal gespannt. Also durch das Event versuchen sie ja offenkundig Spieler wieder dahin zu kriegen. Und sie haben auch angekündigt, dass im nächsten Update mal wieder ein bisschen was für Marine dabei ist. Ich bin echt mal gespannt, weil wenn sie das so weiter dümpeln lassen, ist es bald wirklich tot. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das noch spielt oder ja, was ihr euch so wünscht. Ja, am meisten Spaß macht das echt noch im niedrigen Tier, im kleinen Bereich. Ja gut, wenn du halt das kleine, flitzige, schnelle Zeug hast, ne? Ja. Das ist schon ganz witzig. Es ist ja wie bei Panzern. Also, klar, das große, schwere Zeug ist geil, aber man geht halt doch gerne mal zum kleinen, flitzigen zurück. Ja, ist halt kurzweiliger. Ja. Ja gut, gegen was kämpfe ich hier? 3-0 gegen 4-0. Seems legit. Oh, ich guck mal, ob ich dem Schiff den Spaß verderben kann. Ich guck mal, ob ich ein Schiff finde. Das ist die Hedde. Du und deine Frunze, ihr überlebt halt immer ewig. Das Ding hält halt auch einfach viel aus. Ja, das Ding hat auch Panzerung im Vergleich zu dem, was ich am Anfang hatte. Dein Schiff hat, glaube ich, ja, keine Ahnung, 30, 40 Millimeter. Meins hatte 5. Sag mal, es hat schon einen Grund, warum ich das Ding jetzt zuerst genommen habe. Ja, lass mich doch. Ja. Naja, jetzt kommt einer der spaßigsten Parts bei Navy. Mit Flugzeugen Schiffe angreifen. Da hoffe ich, dass sie irgendwann mal einen asymmetrischen Modus reinbringen, wo eine Flotte gegen eine Luftstreitmacht kämpft. Gut, das wird für die Schiffe, glaube ich, ein bisschen öde. Ja, aber man merkt es jetzt mittlerweile doch, die Flugzeuge kommen tatsächlich mal ran. Ja, die Flak wurde definitiv genervt. Gefährlich sind mittlerweile die manuell mit der Flak schießen. Also ich krieg hier gerade Raketenbatterien ohne Ende rein. Ah, ist auch so eine Petja vor dir. Also so ein 159. Ja. Ich glaube, ich sehe meinen schlechter. Revenge Bomb Drop. Map-Vielfalt, das fehlt mir auch definitiv. Die sehen sich alle viel zu ähnlich. Von der Luft vielleicht nicht, aber vom Wasser schon. Ah ja, okay. Huch! Ja, okay, also random Flugzeugkills gibt's immer noch. Ha! Erwischt! Aber die Explosionen haben sie schöner gemacht, ja, mittlerweile. Definitiv. Ja, ich gehe auch mal eben kurz Fliegzeugen. Eieiei, Heide Witzke, was. Oh je, was ist das denn? Irgendwas mit viel Flak.
Offensichtlich, ich sehe es bis hier hinten. Star Wars. 30 Kilometer weg. Ah, okay. Das ist das britische Ding, was mit Waffen einfach übersät ist. Das, wo die 40er hinter der 40er steht. Weißt du, was ich meine? Ah ja, okay. Da, wo die eine 40er direkt vorne auf den Bug getackert wurde. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, naja, okay, ich weiß schon warum. In Navies ist die Soundeinstellung wieder völlig anders. Die Musik ist bei mir irrsinnig laut. Ist das bei dir auch so? Ich habe gar keine Musik an. Ich mache immer Hintergrundmusik an bei mir selber. Ja, ich habe die normalerweise auch nur auf 5% oder so, aber hier war sie gerade extrem laut. Naja, immerhin ist es keine nervige Techno-Mucke wie in anderen Spielen. Für diejenigen, die es interessiert, kurz das Update zur Baustelle. Der Boden, man kann wieder draufstehen, es sind nur noch keine Verkleidung und noch keine Fliesen drauf. Und von unten ist halt immer noch alles offen. Estimated time for finish. 4 Wochen, mindestens. Uhu. Rächer. Was kriege ich, wenn ich dich mit einem Schuss abschieße? Arschtritt. Ah, okay. Die Großkaliberkanonen aimen ja eh komisch, wenn man Flugzeuge zielt. Achtung bei diesem Flieger. Ich hab's gemerkt. Ist vorbeigeflogen. Und da oben ist ja noch einer. Na Mensch. Unter dir, Achtung. Ja, ich konnte da nicht viel machen. Das Ding ist leider steif wie... Schon recht. Sag ich jetzt nicht. Wie Kruppstahl. Kruppstahl ist ja hart. Ach, da gibt's doch so einen animierten Sketch über unseren wertgeschätzten Onkel Adolf. Quasselt er auch morgens irgendwas von Kruppstahlhärte. Das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Ja. Da haben wir's. Das Monster. Ding, ey. Komm schon, jetzt aber. Immer noch nicht. Jetzt? Okay, jetzt ist es tot. Also die Besatzung von dem Schiff quasselt ganz schön viel, also bald brauche ich Untertitel. So schlimm, ja. Ja. Ivan kann die Klappe nicht halten. Ich weiß gar nicht, ich glaube in der Aufnahme hört man das nicht. Ach, jetzt kommst du mit dem Ding. Ja, klar. Hast du mit dem Ding die Proximity Fuses schon? Also nee, die zweite Modul. Die ist gegen Flugzeuge richtig übel. Da hast du quasi 4 Automatics.
Ja, klingt sehr spaßig. Mhm. Oh Gott, da ist ein Zerstörer in B. Das gehört dir. Ja, das kann ich mir schon denken, dass es mir gehört. Ich versuche zu helfen, aber ich habe nicht wirklich viel durchschlagende Argumente. 9 mm Pen kann ich beisteuern. Ich glaube, da hat die 25er hinten mehr Pen. Also ich habe 10 mm. Ja, aber du schießt ein bisschen schneller als ich. Das ist wahr. Also du knockst schon noch die Crew aus, oh, bei mir ist das im Bauch. Ja, ja. War kein Thema. Da ist ein deutscher Zerstörer noch. Weiß. Das ist der mit den Kleinkalibern, also gönn dir. Ich sehe nur die Kugeln anfliegen. Hey, Treffer! Er ist sicher schwer beeindruckt. Bestimmt. Ich habe seinen Schornstein gelb gefärbt. Ach komm, die Sekunde, der kriegt das schon alleine hin. Ich hab ja gut geskillt. So. Sehr schön. Will noch jemand? Ah. Oh, ein Flieg. Ja, dass der noch nicht getroffen wurde, ist auch echt alles. Ah, jetzt habe ich ihn erwischt. Geht der runter? Ja, der geht runter. Tja, russische 25er. Die muss nur einmal treffen, dann ist aus. Tja, was gibt's sonst noch so groß zu erzählen? Es ist Montag. Leider. Mal wieder. Nice. Ja, der hat eine Bombe auf mir platziert. Ja, ich habe den Pilz noch gesehen. Ja. Tja. Oh, noch eine? Ah, die war nicht so gut platziert. Was kommt jetzt? Das ist das Kufending, oder? Ja. Ja, dann bist du bei B, bevor ich da bin. Wunderschöne Lackierung. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin ziemlich untermotiviert, ja auch, Montag ab und so. Untermotorisiert, wollte ich sagen. Möglich. Neben mir zieht ein Zerstörer lag. Wobei, Zerstörer sind ja auch echt fix. Ja, huch, die Schweineholz, ja. Also, würde ich sagen, fahr ich gleich zu C durch. Ja, gönn dir. Was schießt du, auf mich oder das Flugzeug? Auf dich. Ah, das hast du auch schon mal besser hingekriegt. Ja, ich weiß, der Wellengang geht noch mal ein bisschen auf die Eier. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen.
Ah, ist ein Flugzeug. Wo? Von mir aus über B drüber. Hinweg. Also bei deren Spawn halt die. Scheint ziemlich frisch gespawnt zu sein. Ah, ich glaube, du meinst die 410, die zurück ist. Ja. Ah, nee, was ist das denn? Zweimotorig. Sieht russisch aus. PE? Nee, dafür ist es zu klobig. Ah, das ist so eine. Was ist das? Jak 4? Diese neuen Zweimotorigen? Ah, nee, das ist das rote Premium-Ding. Ist die Schüssel nochmal? Müsste mir jemand abschießen, dann wüssten wir es. Ah ne, ist doch die Jagd. Komm schon, Besatzung. Ja, Jagd 4. Flugzeuge raten. Ich sehe was, was du mir nicht siehst. Naval Forces. Also der Typ im Chat kann sich auch massiv beschweren, ne? Ja, ja, durchaus. Der alte Jagdwolf. Danke, Gaijin, dafür, dass es möglich ist, Schiffe mit einem Schuss auszuschalten. Ja, vielen Dank. Gut gezieltes Aim wird halt belohnt. Ja. Ist überall anders auch so. Ja, ist bei Panzern ja nichts anderes. Nur Panzer sind halt kleiner. Es ist bei Panzern nichts anderes und bei Flugzeugen auch nicht wirklich. Ja, wobei die meisten da einfach nur sprayen. Ja, klar, in der Hoffnung irgendwas. Aber normalerweise, man zielt ja auch schon auf was Schwaches. Ja, zumindest bei großen Fliegern. Ja. So, ich fahr zu A zurück. Ich hab nichts anderes zu tun. Ist mega spannend. Jo. Ja gut, das ist halt wieder die Phase vom Spiel, wo nichts mehr passiert. Ja, ich weiß nicht, da müssen sie echt nicht mal dran. Also dieses Capture the Zone in Naval, das ist so ein bisschen eintönig am Ende des Matches. Da fände ich echt so Objectives, die nach und nach freigeschaltet werden, keine Ahnung, so quasi wie so eine Frontlinie, die vor und zurückgeschoben wird, fände ich das spannender. Hast du Kontakt bei dir? Ach Quatsch, hier hinten noch nicht. Hier hat sich das ganze Spiel noch keiner für interessiert. Okay, Erdbomben. Bin ich mal gespannt. SB2M. Okay. Oh ne, ich hab sogar getroffen. Nice. Ich drück immer noch ständig die Beino-Taste. Meine Damen und Herren, jetzt könnt ihr Wetten annehmen. Hab ich doch fast einen Flieger rasiert. Achtung! Flame incoming! 3, 2, 1. Und wie ist die Aussicht da hinten so? Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Oh, furchtbar.
So, kriege ich jetzt auch nochmal einen Gegner für die Flinte. Oh ja. Trevor. Na da, Trevor. Komm schon, ihr habt noch 5% Crew. Trevor Phillips, Phillips oder was? Nee, nee, Trevor aus GTA. Das ist Trevor Phillips. Ach, keine Ahnung. Woher soll ich wissen, wie der mit Nachnamen heißt? Das wird im Spiel sehr oft erwähnt. Ich habe die Story-Kampagne ehrlich gesagt nie gespielt. Holy, hat sich das jetzt gezogen, hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß, obwohl es sich so gezogen hat. Wir bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.